Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos. Und der heutige Zoo, der kommt von Sabrina. Und das ist nicht die Sabrina von dem letzten Zoo, das ist eine andere Sabrina, also nicht durcheinander kommen. Das ist nicht zweimal die gleiche Zoobauerin. Und der Zoo kommt vom 28.12. Und ein Update hat sie eingereicht am 21.01. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr aktuelle Version von ihrem Zoo. Und sie schreibt natürlich auch noch eine schöne Nachricht dazu, denn sie schreibt: Hallo, ich bin mittlerweile ein großer Fan deiner YouTube-Reihe und traue mich nun endlich auch meinen noch nicht mal halbfertigen Zoo zu schicken. Ihr müsst bedenken, das ist von der E-Mail vom 28.12. Wir haben jetzt ja eine neuere Version, also ich denke mal, der ist jetzt schon um einiges fertiger, der Zoo. Bisher habe ich den Eingangsbereich, ein Vivarienpark, das Fairy Tale Café, den India und den Dschungelbereich im Groben fertiggestellt. Ein paar Details werde ich aber noch verbessern. Ich habe ein paar Workshop-Gegenstände verwendet, muss man ja ehrlicherweise sagen, aber diese eigentlich immer bearbeitet und das meiste ist tatsächlich von mir. Es folgen noch ein Savannengelände, Asien und ein Europabereich. Ich freue mich auf deine Bewertung. Bitte bei dem Besuch auch mal die Bootstour machen und einige Bereiche im Dunkeln anschauen. In Klammern die beiden Cafés und der India-Bereich. Viele Grüße, Sabrina. Ja, vielen, vielen Dank, Sabrina. Ihr müsst halt bedenken, habe ich ja gerade schon gesagt, diese E-Mail ist halt vom 28.12. und wir haben ein Update vom 21.01. Das heißt, viele Dinge, wo sie geschrieben hat, die sind hier noch nicht fertig, könnten jetzt schon fertig sein, aber das werden wir dann gleich im Zoo soweit sehen. Ich hoffe, ich denke daran, die Bootstour zu machen und mir das Ganze noch im Dunkeln anzuschauen, aber wahrscheinlich vergesse ich es wieder, also sei mir da nicht böse. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt in dein Zoo, Sabrina. Und da sind wir jetzt auch schon. Das Safe Game heißt übrigens Around the World Zoo. Also ich gehe mal davon aus, dass das dein Zooname ist, aber das werden wir wahrscheinlich gleich am Eingangsbereich sowieso herausfinden. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rein. Und du hast auf jeden Fall schon mal den Anfang ein wenig bearbeitet, das finde ich cool. Ein schönes Glasdach. Ah, hier hast du sogar so Türen. Snacks, Drinks, Management, Informationsservice. Kann man denn da rein? Nee. Okay, das ist jetzt irgendwie verwirrend. War hier noch irgendwie was geplant oder so? Sind so Fake-Schilder. Oh, ich habe Hunger, ich will was essen. Hä? Kein Futter da. Ja, macht ja nichts. Vielleicht hast du das noch vergessen oder so. Oder du kannst ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was du damit bezwecken wolltest. Ich finde es aber cool, dass du hier diese schönen Schilder verwendet hast. Und hier ist ein schönes Entrance-Schild und wir gehen einfach mal rein in dein Zoo. Und da sieht man auch den Namen. Around the World Zoo. Oh, das sieht aber schön aus. Oh, das ist echt ein schöner Ausblick. Ich mag das Logo, was du hier oben gemacht hast, sehr gerne. Mit der Farbkombination mit diesem Pink und dem Grün. Dann diesen Blättern. Dann im Hintergrund auch das Pink und Grün mit diesen Glasdächern. Und natürlich dieser wundervolle Wasser- und Springbrunnenbereich. Richtig schön. Auch hier richtig gut gemacht. Das sieht schon toll aus. Geht's hier auch noch irgendwo hin? Nee. Hier geht's nirgendwo mehr hin. Okay, nach rechts scheint es noch relativ kahl zu sein. Ich weiß nicht, ob du da noch was geplant hast. Nee, rechts ist Rohbau, dann achten wir mal nicht da drauf. Oh, und Musik. Sehr schön. Ey, richtig schön der Springbrunnen hier. Mega cool aus. Müssen wir uns nachher mal von oben angucken. War ein richtig, richtig schöner Eingangsbereich. Oh, hier geht's in so ein... Sieht aus wie so ein Gewächshaus, ne? Da ist auch schon das nächste Wasser. Oh, wie cool. Tropical Garden. Ah, okay. Da gehen wir gleich auf jeden Fall mal rein. Sieht aber sehr interessant hier aus. Oha. Oh, ich weiß gar nicht, wo ich hin will. Das sieht ja richtig cool hier aus. Ah, India. Okay. Das ist der India-Bereich. Sieht man aber eigentlich auch vom Baustil her. Ja, wir gehen aber erstmal in den Tropical Garden, würde ich sagen. Oh, hier haben wir ein Vivarium. Mit Wasser im Hintergrund, wie cool. So ein Wasserfall im Hintergrund, das ist eine coole Idee. Das macht optisch schon einiges her. Wobei man hier hinten halt noch den Gras oder das Gras ein bisschen sieht. Aber hier haben wir unser erstes Tier. Schauen wir doch mal, was wir hier haben. Irgendeine Spinne. Brasilianische Wanderspinne, sage ich. Nein, ich war falsch. Brasilianische Riesenvogelspinne. Da haben wir sie. Silvia heißt sie. Okay, schauen wir mal, wo sie ist. Da ist sie. Ja, Spinnen sind ja auch nicht so meins, ne? Oh, hier ist sogar noch ein weiteres Tier, habe ich gar nicht gesehen.
Okay, das ist aber irgendeine andere Spinne. Schauen wir auch mal, wo die ist. Esmeralda. Auch ein cooler Name. Oh, die ist sogar hier vorne. Der Glasscheibe. Da versteckt sie sich. Unter dem Mast hier. Oder was ist es? Mast. Der unter dem Baumstamm, meine ich natürlich. So, hier. Oh, wie cool. Hier hast du so ein Aquarium gemacht mit Quallen. Mega cool. Das habe ich ja auch schon mal gesehen. Ich glaube, im Jumanji Zoo war das. Auch das mit den Quallen. Das ist eine mega richtig coole Idee. Und das sieht auch echt nice aus. Also das ist ja richtig schön bepflanzt. Sieht aus wie so ein bisschen wie Korallen und unter Wasser. Das hast du echt gut hinbekommen. Und auch wieder ein schöner Wasserfall, der darauf plätschert. Und natürlich Musik. In meine Ohren. Sehr gut. Okay, hier geht's gar nicht weiter, sehe ich gerade. Ah, da, Fairy Tale Café. Okay, dann hattest du in der E-Mail leider einen Buchstaben vergessen. Aber Fairy Tale sagt mir natürlich was. Weil da stand Fairy Tale oder sowas in der E-Mail. Aber habe ich mir ja schon fast gedacht. Aber wir gehen jetzt erstmal in den India-Bereich. Das sieht auch echt interessant hier aus. Und hier ist auch wieder Dschungelfeeling direkt. Auch sehr schön bepflanzt hier. Oha. Das ist schon schön gemacht, ne? Also ich fühle mich richtig wie in so einem kleinen indischen Dörfchen. In ganzen indischen Gebäuden. Sehr toll. Cool. Peacock. Okay, da gehen wir gleich mal rein. Würde ich fast sagen. Oh, hier ist schon das nächste Gehege. Wir gehen erstmal zu den Peacocks. Da sind wir drin. Das ist ein begehbares Gehege. Können wir jetzt einmal durchlaufen. Hallo. Möchtest du dein Gefieder öffnen für mich? Ne, ich glaube nicht. Schade. Okay. Sind das die Babys? Die sehen ja komplett anders aus. Obwohl, die sehen schon so ein bisschen aus wie die Mama. Nur ein klein. Habe ich aber so auch noch nicht gesehen. Draußen Babys. Auch sehr schön gemacht hier. Schön bepflanzt, schön Wasser. Auch noch ein schönes Gebäude hier als Unterstand reingebaut in das Gehege. Auch wieder in diesen indischen Stil. Cool. Aber ich weiß gar nicht, ob... oh, hier geht es sogar noch hoch. Ah, hier hat man nochmal so eine Aussichtsplattform. Mega interessant. Cool. Ich weiß gar nicht, ob die aus Indien kommen hier überhaupt. Das so realistisch ist. Oh, ja, never mind. Kommen halt wirklich aus Indien. Das wusste ich gar nicht. So, hier kommen wir wieder raus. Ah, und das ist hier vorne. Okay, das heißt, das war perfekt, dass wir da lang gegangen sind. Hä? Wartet mal. Ach nee, hier zeigt er einfach den ganzen... ganz Asien an und bei dem anderen hat er aber Indien angezeigt. Okay. Do not feed. Hier haben wir irgendwelche Tiger oder sowas. Wahrscheinlich. Welcher Tiger ist es? Königstiger oder sibirischer Tiger? Ah, ich kann hier gar nicht richtig rüber gucken. Schade. Man glitscht hier leider rein, aber da kannst du natürlich nichts dafür, dass ich in dieser Besucherperspektive da reinglitsche. Das ist leider so ein bisschen so. Ah, wir können aber auch hier hochgehen, wie es aussieht und hier runter gucken. Der war gerade gar kein Tiger. Wo ist er denn? Wahrscheinlich im Haus drin, ne? Wie ärgerlich. Kommen wir da irgendwie runter? Kann man hier durch? Ne. Ich glaube, wir kommen da jetzt auch nicht runter. Da sind sie ja. Da ist er. Können wir mal eben gucken, was das für einer ist. Der Königstiger, okay. Auch ein sehr cooles Gehege. Hier so eingebaut mit Mauern. Als wenn das in so einem Vorgarten von diesem großen Gebäude ist. Finde ich cool. Und dann können die da unten drunter in den Unterstand. Na, schade, dass der Tiger sich gerade da hinten aufhält. Auch hier sehr cool gemacht mit dieser Kobra mit dem Wasser. Sehr coole Idee. Ihr seid aber auch immer kreativ, ne? Das ist unglaublich. Auch das hier ist mega cool. Hier sind halt noch so Glasscheiben vor. Das ist eine richtig coole, so ein richtig cooler Zaun. Doch echt viel Deko-Krams hier und sowas. Nicht schlecht. So, gehen wir mal hier weiter hoch. Vielleicht können wir die Tiger noch ein bisschen besser hier zu Gesicht bekommen. Das sind halt auch so Items, die habe ich noch nie gesehen. Oder ist das selber gebaut hier, das Ding? In mehreren Teilen. Indisch Tigerbogen. Okay, nee. Scheint ein... oder? Ich glaube schon.
glaube, das ist ein fertiges Objekt. Hier kann man natürlich nicht runter gucken. Ah, und hier endet das Ganze. Okay. Das ist halt einfach nur nochmal so eine Area, wo man sich dann hier vorne so ein bisschen niederlassen kann und ein bisschen chillen kann. Ist ja auch in Ordnung. Und hier kann man dann die Tiger beobachten. Schade, dass man da unten nicht reingucken kann. Das wäre noch cool gewesen, wenn man die beobachten könnte, wenn sie da in ihrem Unterschlupf sind. Weil wenn sie sich natürlich gerade zurückziehen, die Tiger, dann kann man sie dann natürlich leider nicht sehen. Hier kann man auch nochmal in das Straußen, wollte ich schon sagen, Faungehege gucken. Hier geht es jetzt auch nochmal rechts rüber. Hier sieht man nochmal die Faun. Sehr gut gemacht. Und zu unserer Linken haben wir das nächste Gehege. Nämlich indische Elefanten. Ach, wie cool. Auch hier mit schönem Wasser. Das Wasser sieht hier aber teilweise ein bisschen unrealistisch aus, muss ich sagen. Also da musst du mit den Düsen, glaube ich, nochmal ein bisschen bearbeiten. Also wirkt zumindest für mich gerade sehr unrealistisch. Ich weiß ja nicht, wie das hier gedacht war. Das sieht irgendwie komisch aus. Sprudelt hier. Hier fließt nichts. Hier fließt dann wieder was. Ich glaube, da musst du nochmal ein bisschen überarbeiten mit den Düsen. Aber alles in allem sieht das schon sehr, sehr gut aus hier. Auch das hier sieht cool aus mit diesem Kranken. Hier sehen wir schon den nächsten Wasserfall. Scheint, dann geht es noch mega weit. Wie interessant das aussieht. Da sind Löwen auf jeden Fall. Hier der Nebel, das sieht auch cool aus. Richtig schöne Weitsicht. Hier geht es nochmal rum. Hier kann man sich nochmal hinsetzen und nochmal die Elefanten beobachten. Jetzt hier auch nochmal hoch. Wow, das sieht voll interessant aus. Sieht hier so aus, als wäre das der Dschungelbereich. Bin gespannt, wenn wir da nachher hingehen. Boah, das sieht toll aus hier. Ich glaube, das ist ein Wasserfall, der hier runtergeht, oder? Auf jeden Fall mega gut aus hier. So, hier haben wir auch nochmal einen Wasserbereich. Da ist auch nochmal ein Wasserfall. Und da sind, glaube ich, Trampeltiere. Cool. Das nächste Vivarientier, was haben wir hier? Einen Skorpion, okay. Schauen wir mal, was das für einer ist. Ein indischer Riesenskorpion, sehr passend. Wo haben wir ihn denn? Wieso sehe ich ihn nicht? Fast ausgewachsen. Noch ein Baby oder was? Hä, wieso habe ich den denn jetzt nicht gesehen? Ach, da ist er. Ich bin einfach blind gewesen. Da versteckt er sich, der Kleine. Oh, kann man sehr schlecht erkennen, ist halt sehr dunkel. So ein Skorpion ist auch schlimm, ne? Will ich auch nicht auf die Hand nehmen. Allgemein so Krabbeltiere. Nee, brauche ich nicht. Ich meine, ich habe da keine Phobie oder Angst vor jetzt, vor Krabbeltieren. Aber auf der Hand haben muss ich die jetzt auch nicht. Oh, wie süß die sind. Der sieht voll anders aus von der Farbe, das Baby. Der Elefant. Habt ihr das gerade gesehen? Der sah irgendwie grauer aus als der andere. Oh, da planscht der gerade, wie süß. Ja, aber hier das Wasser sieht echt ein bisschen komisch aus, also die Düsen. Ein bisschen unrealistisch aus. Musst du vielleicht nochmal ein bisschen überarbeiten. If only, das ist auch sehr schön gemacht hier. Oh, das ist toll. Also ich habe richtig dieses Dorf-Feeling, also indische oder Stadt, Dorf, ja, was auch immer. Dieses Feeling habe ich so ein bisschen. Das ist jetzt, glaube ich, das Trampeltiergehege, kann das sein? Hier ist auch nochmal ein Wasserfall. Auch sehr interessant hier mit so Ruinteilen im Sand, mit dem Wasser. Ich glaube, das ist das Trampeltier? Ich glaube schon. Ja, hier kann man nämlich auch schon von reingucken. Das ist eine coole Idee. Die können sozusagen unter dieser Brücke, wo wir gerade rübergelaufen sind, haben die ihren Schlafplatz. Das ist eine sehr coole Idee. Was war das denn? Aber eine kurze Schlafphase. Mit dem Trampeltier. Oh, hier komme ich gar nicht rüber. Müssen wir eben hier langlaufen. Kann man auch nochmal wunderbar in das Gehege gucken. Sehr schön gestaltet hier mit diesen Ruinenteilen. Das gefällt mir gut. Irgendwie süß. Ah, sehr niedlich. Auch eine sehr coole Brücke übrigens. Von der Form her. Mit diesen indischen Akzenten. Richtig coole Brücke. Und jetzt geht's hier zu den Monkeys. Zu den Äffchen. Habt ihr euch verlaufen? Kann ich euch helfen? Ich glaube, die haben sich... Helfen wir auch mal den Gästen, ne? Die Tiere befreien wir auch immer. Sah fast so aus, als wenn die da so ein bisschen festhingen. Da, die haben mir direkt Geld gegeben. Sehr schön. Hat sich gelohnt, die zu befreien. Direkt Donation.
Jetzt sind wir bei den Äffchen. Und hier sehen wir auf jeden Fall rote Waris. Auch ein begehbares Gehege. Mag ich ja sehr, sehr gerne solche begehbaren Gehege. Oh, ich muss echt mal wieder in den Zoo. Ich will mal wieder so einen Cutter auf meiner Schulter sitzen haben. Cool. Und dann ist hier so ein indisches Gebäude. Oh, da können die auch so rüberklettern über uns. Das ist cool. Hm, vielleicht hättest du hier noch so ein bisschen bepflanzen sollen oder sowas. Sieht irgendwie hier so ein bisschen kahl noch aus. Gerade die Ränder hier von den Wegen und dem Dreck so ein bisschen. Ich glaube, so ein paar Pflanzen. Wobei Pflanzen unter so einem Gebäude. Hm. Aber ich glaube, das hätte trotzdem ganz gut ausgesehen. Hier gibt es Futter. Wir können ja mal hochgehen. So, klettern wir auch mal wie so ein Äffchen. Da, guck mal, wie süß. Was war das? Oh! Die wollen zu mir. Hier ist auch Beleuchtung und sowas. Also wir müssen auf jeden Fall daran denken, das später auch noch bei Nacht uns anzugucken. Hat sie ja auch extra in die E-Mail geschrieben. So, wir gehen mal weiter. Ah, hier ist nochmal so eine schöne Chill-Area mit diesen schönen indischen Bänken. Da kann man sich hinsetzen und nochmal den Ausblick hier genießen mit den Äffchen. Und hier geht es auch nochmal runter. Also hier kann man zumindest runter gucken. Hier ist so eine Glasscheibe. Und da die Affen hin? Ja, genau, okay. Ah, hier schlafen die Affen dann teilweise. Okay, verstehe ich. Oh, wie süß klein der ist. Na, du Kleiner? Du bist ja noch Mini, der kommt direkt zu mir. Komm, macht mal ein bisschen Action jetzt für uns. Machen die jetzt was? Oh ja. Ja, die spielen. Oh, ist das niedlich. Oh mein Gott. Oh, das ist süß. Machen die noch weiter? Nee. Okay, Mama, genug gespielt. Erstmal vor die Füße gekackt. Sehr schön. Okay, wir gehen wieder zurück. Ich glaube, hier geht es nämlich nicht weiter. Nee, die genießen die Show, glaube ich. Ich weiß nicht, ob die da festhingen. Ich glaube, wir haben Indien abgehakt, kann das sein? Ich weiß nicht, ob es da noch weitergeht. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz in die Außenperspektive und checken das Ganze mal eben ab. So, schauen wir doch mal hier den wunderschönen Springbrunnenbereich an. Richtig schön, also der Bereich hier gefällt mir richtig gut. Sieht toll aus. Und dann auch diese tolle Schrift hier, Around the World Zoo. Dann geht's hier in den India-Bereich. Sieht schon echt cool aus alles, ne? Hier haben wir dann die... Oh, hier flackert es ein bisschen. Aber das sind Grafikfehler. Nur wenn ich rauszoome, sieht man das. Ja, hier waren die Pfaue, hier waren die Tiger, da können wir nochmal kurz reinfliegen. Oh, wie groß der ist, der Tiger. Auch der macht mal eben sein Geschäft. Hier geht's dann nochmal rein, hier ist das Häuschen. Haus sieht natürlich ein bisschen kahl aus, aber das ist an sich auch nicht schlimm, man kann ja auch hier nicht wirklich reingucken. Dann ist es ja auch nicht so wichtig, wie es von innen aussieht. So, hier hatten wir die Elephants, da war dann nochmal der Wasserfall. Ja, man sieht auch so ein bisschen die Düsen, also da musst du auf jeden Fall nochmal ein bisschen bei. Ah, die Elefanten chillen dann auch sozusagen hier unten drunter. Oh, da ist sogar noch ein... Das habe ich gar nicht gesehen. Hier ist noch Glas. Das sieht man halt kaum durch die Sonne. Da kann man aber durchgucken und sozusagen die Elefanten beobachten, wenn man jetzt hier auf der Brücke steht. Da seht ihr das ganz leicht. Durch die Sonne sieht man das leider gerade sehr, sehr schlecht. Da sind auch noch Toiletten. Habe ich auch gar nicht gesehen. Das ist aber schon cool, auch mit den Höhenunterschieden hier, die du eingebaut hast. Es geht halt immer so ein bisschen hoch, runter. Hier ist dann das Kamelgehege. Auch diese coole Brücke. Ich weiß nicht, ob du hier nicht vielleicht noch den einen oder anderen Brückenpfeiler setzen solltest. Ist, glaube ich, ein bisschen unrealistisch, ne? Aber so ein ganz bisschen abstützen muss man die noch. Brücke. Okay, dann war hier das Äffchengehege. Und ich glaube, dann haben wir den India-Bereich fertig. Die Frage ist jetzt, wo geht's weiter? Ich glaube, hier vorne, ne? Hier ging's... Ach, hier geht's auch noch weiter. Jetzt die Frage, wo gehen wir weiter? Ich würde sagen, wir gehen hier weiter, oder? Gehen wir hier weiter? Komm, wir gehen hier in den nächsten Bereich. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. So, Zoopfleger. Tigit Ken. Let's go. Hier geht es, glaube ich, in den Dschungelbereich. Sieht zumindest so aus. Werden wir aber gleich hoffentlich irgendwie sehen. Food und Drinks und Info. Sehr schön mit dem Nebel, dem Wasser.
dann hier auch die Bepflanzung. Und die Musik, da kommt schon ein schönes Feeling bei auf. Hier sind sogar Lampen auf den Bänken, wie cool. Hier geht es auf jeden Fall in den nächsten Bereich, aber ich weiß nicht, was es sein soll für ein Bereich. Oh, das sieht auch ein bisschen unrealistisch aus, muss ich sagen. Das Ding hier, das müsste schon noch ein bisschen abgestützt sein. Auf dieser Seite hier zumindest. Ich glaube, sonst würde es zusammenbrechen. Dschungelcafé. Ah, okay, ich verstehe. Wir waren jetzt gerade sozusagen im Dschungelcafé. Das ist echt schön gemacht, das Dschungelcafé. Richtig schöne Atmosphäre hier. Ich glaube, wir sollten doch von der anderen Seite kommen, Leute. Ich glaube, ich fliege nochmal eben dahin. Weil wenn wir jetzt so von hinten in das Dschungelcafé reingehen, kann das ja schon nicht richtig sein. Guck mal, wir fliegen am besten mal eben hier hin. Haben wir hier mal Mitarbeiter eben gerade zur Verfügung? Ne, leider nicht. Wer denn? Oh mein Gott. Wenn ich mal immer so glücklich rumlaufen würde durch die Welt. So. Ticket Camp. Dann gehen wir doch besser hier weiter. Ist, glaube ich, wirklich das Bessere. Hier außen rum. Ach, das ist das Wasser, was hier raussprudelt. Sah gerade so ein bisschen aus wie so eine Fata Morgana. Verschwommen. Hier sind wir auf jeden Fall jetzt im Café. Nämlich im Fairy Tale Café. Oh. Sehr schön gemacht hier, die Deko. Mit auch Lampen hier und sowas. Da bin ich ja mal gespannt, wie das bei Nacht aussieht später. Food and Drinks. Diese Pink-Grün-Kombination mag ich sehr gerne. Sieht schön aus. Der Traum für jede, für jedes kleine Mädchen. Das Fairy Tale Café. So, hier haben wir Jungle. Ich kann es leider nicht lesen, was da steht. Die Pflanzen sind davor gewuchert. Jungle. Boat Tour. Ah, mit einem Pfeil. Okay. Hier geht's in den Jungle-Bereich. Auch sehr cool. Ich glaube, wir können einfach immer diese Straße folgen und dann Bereich für Bereich abarbeiten. Ist, glaube ich, recht übersichtlich, wenn ich das so mache. Ja, sehr schön. Hier ist auf jeden Fall schon mal komplett andere Gestaltung so. Alles rustikaler, mehr mit Holz und mehr so dunkelgrün. Sehr schön gemacht auch hier. Oh, coole Toiletten. Das ist eine tolle Idee. Auch das hier mit diesen Staff-Only-Sachen, das finde ich auch sehr gut gemacht. Das hast du echt schön abgeschirmt. Hier sind so ein paar Deko-Sachen. Hier ist die Boat-Tour. Komm, wir machen jetzt direkt die Boat-Tour, Leute. Oh, hier ein schönes Bootshaus gebaut. Auch hier mit Exit-Schild. Alles drum und dran. So, jetzt sind wir wieder raus. Es tut mir immer sehr leid, wenn ich so hin und her fliegen muss, aber das geht leider nicht anders. Jetzt hoffen wir mal, dass die Boot-Tour uns auch direkt mitnimmt. Ich mache einfach mal auf gelb und dann hoffen wir mal, dass es hier losgeht. Gibt es leider nur ein Boot. Und es fährt direkt los. Perfekt. Wir bleiben natürlich in dieser Ansicht hier. Ah, hier geht es erstmal direkt unter einer Brücke durch. Cool. Schon schön aus. Hier haben wir das erste Gehege. Das dürften Äffchen sein. Welche Äffchen sind es denn? Das Uran-Utans? Ich glaube schon. Sieht aber cool aus. Hier rechts sind auch noch mehr Brücken, ein bisschen Wasser. Hier ist auch nochmal so ein Essensbereich. Ich glaube, das hier ist alles noch Gehege zu unserer Linken. Nur schade, dass hier gerade kein Tier rumläuft. Aber ein Wasserball sehen wir. Oh, hier ist rechts auch ein Gehege, oder? Ich glaube schon. Aber hier ist auch gerade kein Tier zu sehen. Ach, wie schade. Das ist ärgerlich. Hier ist auch dann nochmal ein schöner Wasserfall. Und wir fahren hier wieder unter einer Brücke durch. Auch sehr interessant hier mit dem Baum da oben hoch. Boah, und jetzt fahren wir durch den Wasserfall sogar durch. Wie cool. Gut, dass wir ein Dach bei dem Boot haben, sonst würden wir nass werden. Boah, das ist cool. Auch sehr schön gestaltet hier links, rechts. Also sieht schon sehr dschungelmäßig aus. Schade, dass hier keine Musik an dem auf dem Boot ist. Das wäre noch cool. Hier sind auch überall noch Lampen und sowas. Ich glaube, bei Nacht könnte diese Fahrt auch echt cool aussehen.
Oh, hier ist das nächste Gehege. Oh, ist das... Oh, ich glaube, das ist Underwater Viewing hier. Links ist auch noch was. Oh, sorry fürs Laggen. Das sind, glaube ich, irgendwelche... Ich will jetzt hier gerade nichts verpassen. Ja, wie cool, das ist Underwater Viewing hier. Guckt mal. Das ist ja eine coole Idee. Und da sind dann Krokodile drin. Leistenkrokodile sind es, glaube ich. Und so unserer Linken waren das... Nilwarane oder sowas? Ich kann es nicht sagen, ehrlich gesagt. Kann auch irgendein Salamander oder so gewesen sein. Aber wir gehen gerade ein bisschen schnell. Und das sieht auch sehr cool hier aus. Mit dem Nebel, mit den Felsen, mit der Bepflanzung. Hier nochmal die Kobra. So viele Details. Da kann man gar nicht so schnell auf alles achten. Oh, wir fahren hier sogar durch so eine Höhle durch. Wie cool ist das denn? Nochmal Wasserfälle. Das ist schon sehr atmosphärisch gemacht. Und dann geht's hier wieder zum Ende. Cool, das hat Spaß gemacht. Ich fand die Idee ja mega cool mit diesem Höhenunterschied da mit dem Wasser, dass man in der Bootstour noch eine Underwater Viewing Gallery hat sozusagen. Das ist eine sehr coole Idee. Habe ich so noch nie gesehen irgendwo. War bestimmt viel Arbeit, das gut hinzubekommen. So, Teget Camp. Wir machen weiter. Sind jetzt sozusagen hier rausgelaufen. Exit. Und dann geht unsere Tour weiter. Hier ist dann diese coole Brücke, wo wir eigentlich rübergelaufen wären. Hätten wir nicht die Bootstour gemacht. Genau. Und ich würde sagen, wir gehen hier weiter. Hier sind dann die Uran-Utans. Können wir jetzt auch mal ein bisschen besser sehen. Wir spielen hier gerade mit dem Wasserball. Auch echt ein cooles Gehege mit sehr großen Bäumen, so ein paar schöne Hütten, einer Höhle, die haben eigentlich alles, was sie brauchen. Und man kann die auch wirklich gut beobachten. Man kann sogar hier in den Schlafplatz reingucken. Auch cool eingebaut, die Spendenbox. Das ist schon sehr cool gemacht, alles. Okay. Hier können die sogar hochklettern. Ne, das sind andere Affen. Ah, das sind das Bonobos? Ja, Bonobos. Können die auch richtig cool hochklettern. Hier ist auch nochmal so eine Hütte für die. Die können sogar dann hier oben schlafen. Dann können die Gäste die richtig gut beobachten. Leider ist jetzt gerade keiner hier. Meint ihr, wir können mal einen hochverfrachten? Würde ich gerne mal sehen. Überlegen. Ja, hat geklappt. Cool. Da haben wir ein Baby-Bonobo. Er geht direkt wieder runter. Haben ihn einfach gegen seinen Willen hier weggezogen. Ah ne, er bleibt sogar oben. Oder auch nicht. Ich glaube, er ist sich noch unsicher. Ne, er klettert wieder runter. Was soll er mal machen? Ich will ihn auch nicht weiter stören. Aber du hast wirklich einen sehr schönen Baustil, Sabrina. Das ist der Wasserfall, wo wir gerade durchgefahren sind, glaube ich. Okay, hier geht's wieder runter. Hier kann man dann auch nochmal die Äffchen beobachten. Oh, das reicht an Höhe vom Glas her. Was? Okay. Auch hier sehr schön übrigens abgesteckt mit den Felsen und dem Glas. Echt nice aus. Da sieht man dann auch die Bonobos. Ein wenig. Okay, das ist der, nicht der Varan. Das sind hier, wie heißen die denn nochmal? Die, ach doch, Nilwaran. Wo war ich denn gerade? Was habe ich denn gerade gesagt? Ne, das ist doch der Nilwaran. Ich war gerade irgendwie bei was anderem. Hm, never mind. Never mind. Hier sehen wir das nochmal mit dieser Underwater Viewing Gallery. Das kann man leider von hier nicht ganz so gut erkennen. Aber da sind dann die Krokodile. Hier sieht man sogar, wie sie unter Wasser sind. Richtig cool, ne? Das heißt, man kann vom Boot aus sehen, wie die Krokodile unter Wasser schwimmen. Das ist echt eine coole Idee. Jetzt sieht man das ganz gut. Hier auf der Höhe fährt das Boot und da schwimmen die Krokodile. Oh, da im Hintergrund ist sogar noch eine riesige Brücke. Guck mal hier. Ein riesiger Wasserfall. Wow, das sieht schon sehr interessant alles aus. Hier geht es dann noch weiter. Was sind wir denn hier? Oh, hier sind oh, wieder richtig schön eingebaut hier die Vivarien. Das sieht wieder richtig toll aus, auch mit dem Wasser im Hintergrund. Cool. Hier haben wir einen grünen Leguan, den sollten wir ja wohl finden. Die sind ja riesig, die Dinger. Ist denn hier überhaupt einer drin? Doch, da. Boah, wie getarnt der ist.
Wer hat den von euch direkt gesehen, Leute? Also ich habe ihn nicht direkt gesehen. Krass. Nicht schlecht. Haben wir hier? Das ist eine Schlange. Eine gelbe Anaconda. Die sieht man ein bisschen besser. Auch fies aus, ne? Und ich glaube, oh, man hätte sogar von der Bootstour aus die Vivarien sehen können. Schaut mal. Hier ist die Bootstour lang gefahren. Mir natürlich nicht aufgefallen. Habe ich leider übersehen. So, jetzt sind wir wieder am Exit. Wir sind jetzt einmal so einen Rundgang gelaufen sozusagen. Jetzt gehen wir nochmal hier hoch. Dann müsste es nochmal weitergehen in eine andere Richtung. Wir sind, glaube ich, gerade hier runtergegangen, ne? Dann links abgebogen. Jetzt gehen wir mal rechts lang. Schauen, wo wir hinkommen. Ah, hier sind dann nochmal die Warane, glaube ich. Hier geht es dann hoch zu diesem Jungle-Café, wo wir vorhin waren. Das ist Mitarbeiter. So, und hier sind wir dann im Jungle-Café. Das haben wir gerade schon gesehen. Dann ist hier auch nochmal eine wunderschöne Brücke. Und die ist echt toll. Ja, die Düsen sieht man leider hier so ein bisschen. Die musst du vielleicht noch ein bisschen besser verstecken. Sieht schon cool aus. Und jetzt geht's wieder in den nächsten Bereich, glaube ich. Ich hoffe, wir haben nichts übersehen. Wir werden es aber gleich uns auch nochmal von oben angucken. So, keine Sorge. Wir rennen jetzt aber erstmal hier den ganzen Weg zurück. Und jetzt geht's... Da vorne ist auch noch was. Wir gehen mal erstmal wieder hier in der Mitte gucken. Da sind nochmal Toiletten und sowas. Das haben wir vorhin schon gesehen. Hier ist nochmal ein Vivarium. Hier haben wir den brasilianischen Riesenläufer. Da, Isa. Wo ist vorne, wo ist hinten? Sieht fast gleich aus, ne? Natürlich ist hier vorne, weil hier sind, glaube ich, diese Kauwerkzeuge oder wie man das nennt bei solchen Krabbeldingern. Dann haben wir die nächsten Vivarien. Wieder eine... Das ist aber die Wanderspinne, hoffentlich. Schauen wir doch mal nach. Wieder die Riesenvogelspinne. Hatten wir nicht gerade schon? Warnung. Oh, oh. Oh, oh. Oh, hier vorne direkt. Hätte ich sogar sehen können. Da ist sie. Haben wir hier. Nehmen wir nochmal eine Spinne. Das ist aber auch gerade die, wir vorhin schon gesehen haben. Die Spinne. Frag mich nicht, welches war. Schon wieder vergessen. Hier ist nochmal eine Brücke. Nochmal ein Wasserfall. Hier ist noch ein Vivarium. Käfer. Ey, wisst ihr, was ich von Käfer-Vivarien halte? Finde ich jetzt nicht so spannend. Hier vorne ist der. Aber wir gucken uns den trotzdem mal an. Man kann ihn gar nicht sehen, der ist versteckt. Da, man sieht nur, da seht ihr das? Das ist so ein Borstenhaar von ihm. So ein Fühler oder so, wie man die nennt. Oh, hier ist das nächste Vivarium. Die sind ja voll versteckt hier. Krass. Eine Schnecke. Ja, Schnecken sind jetzt auch nicht so spannend. Wo klebt ihr denn Schnecken? Da. Oh, die sind aber groß. Oh mein Gott, das sind auch Schieß. Krass. Okay. Aber trotzdem sehr schön gestaltet hier noch so. Außerhalb deiner Bereiche, nochmal so ein paar Vivarien. Finde ich eine coole Idee. Hier geht es nochmal über eine Brücke. Da hinten geht es nach Afrika. Experience. Was ist das hier? Eine Brücke ins Nirgendwo. Okay. Ich möchte aber eigentlich wieder am Rand jetzt lang gehen und zum nächsten Bereich. Ich hoffe, ich habe nichts verpasst. Nee, da sind wir gerade reingegangen, in den Jungle. Und jetzt geht's. Nee, das ist Death Only. Aber hier ist, glaube ich, der nächste Bereich, oder? Zumindest so aus. Sehr interessant aus. Nee, das ist einfach nur so ein bisschen Deko. Und hier haben wir ein Gehege. Ach, cool. Waren das nicht irgendwelche mit B, die mit B anfangen? Bongo, genau. Siehst du, ich bin schon mal ein bisschen weitergekommen mit diesen Böcken. Ich habe ihn auf jeden Fall erkannt. Mir ist nur der Name nicht eingefallen. Und im Hintergrund sieht man sogar schon Giraffen. Oh, wie schön. Das heißt, hier durch die Glasscheibe kann man Giraffen und diese Bongos sehen. Sehr cool gemacht. Jetzt geht's nach Afrika. Africa Experience. Ah, und das ist dann der Rückweg sozusagen, Exit. Okay. Hier haben wir jetzt so ein paar Essenssachen, so einen schönen Schirm. Und auch wieder Musik im Hintergrund, ganz leise. Lame Zebra. Und Giraffe. Giraffe hat 4 Sterne, Zebra 3. Okay. Und hier haben wir die Bongos, die haben auch 4 Sterne. Die haben wir ja gerade schon gesehen.
Auch sehr interessanter Zaun hier. Nur wie süß die hier schläft. Giraffen sind auch cool, die mag ich auch gerne. Zebras finde ich auch cool. So, wo sind wir denn hier? Table, Antelope, Springbuck. Sind das wirklich die englischen Namen? Springbuck? Das würde mich ja mal interessieren. Oh, guck mal. Die fiesen Vogelstrauße. Oh, wie lieb die aussehen, wenn sie gerade nicht ihre Augen geöffnet haben. Die haben voll die langen Wimpern. Okay, Leute, seid leid. Wir dürfen sie nicht wecken. Sonst picken sie uns kaputt. Dann ist auch noch Pumba. Legt sich auch gerade schlafen. Okay, noch schlafen sie. Schnell wieder raus hier. Bevor sie erwachen. Wollen sie ja nicht weiter stören. So, hier können wir auch nochmal rumgehen, so wie es aussieht. Dann können wir hier auch nochmal reingucken. Übrigens ein sehr interessantes Haus hier als Unterstand für die Tiere. Sehr cool. Könnte ich mir vorstellen, dass es aus einem Workshop kommt. Aber kann auch sein, dass du selbst gebaut hast. Kann beides sein. So, hier haben wir Gnus. Das hier sind, glaube ich, hier diese Kaffernbüffel, genau. Das sind die Weißschwanz-Gnus. Gnus finde ich auch cool, die haben sehr coole Hörner. Ja, die chillen hier so ein bisschen. Haben auch dieses wunderschöne Haus. Als Unterstand. Ja, hättest du vielleicht noch ein paar Klippen und so hinmachen können. Wäre, glaube ich, nicht verkehrt gewesen. Ja, ich glaube, wir haben hier aber gar nicht alle Tiere gesehen in dem Gehege. Geh da nochmal rein in das Gehege, wenn wir hier reinkommen. Ne, muss ich mal eben durch das... Durch das Gehege Dings hier laufen, durch den Eingang. Oh, oh, sie sind wach. Schnell weg. Da ist ein Springbock. Und die, das sind Antilopen, ne? Ja, das sind die Rappenantilopen. Was waren das? Das ist auch eine Rappenantilope. Wieso sind die so dunkel? Das männlich-weiblich Unterschied, oder was? Ich habe sie nicht mehr erwischt. Tatsächlich, okay. Die Männchen scheinen dunkler zu sein von der Hautfarbe her. Interessant. Ich glaube, dann haben wir alle Tiere hier drin gesehen. Gehen wir mal wieder raus. Und gehen mal weiter. Gehen wir jetzt rechts weiter? Komm, wir gehen mal rechts weiter. Ich habe zwar gerade links mir angeguckt. Das hatten wir schon gesehen. Hier geht es dann nochmal hoch. Und hier kann man dann auch nochmal wunderbar in das Gehege gucken. Da kann man sogar nochmal ins Giraffengehege gucken. Das ist wieder sehr gut gemacht hier. Und hier haben wir Wild Dog. Oh, 4 Sterne. Die sind auch sehr süß, ne? Habe ich erst sehr selten bei euch gesehen in euren Zoos. Scheint nicht so beliebt zu sein bei euch. Afrikanischer Wildhund. Ich finde die niedlich. Ich finde die sehr, sehr niedlich. Kann man auch wunderbar beobachten von hier. Auch hier in den Schlafplatz und so. Das ist schon wieder sehr gut gemacht. Meine Toilette. Hier geht es wieder runter. Richtung Ausgang. Heißt, das ist auch sowas wie ein kleiner Rundweg oder ein Rundgang. Wir gehen mal in die andere Richtung weiter. Botanischer Garten. Ach, guck mal, hier kann man nochmal in das Gehege gucken. Mit einer wunderschönen Aussicht. Cool. Na, vielleicht solltest du hier noch Geländer oder so hinmachen. Ich meine, so hat man natürlich eine bessere Sicht, aber ich hätte so ein bisschen Angst um die Besucher und um die Kinder, dass die da runterfallen. So, hier haben wir Wasser, Burger. Das ist aber ein Gebäude, das habe ich schon öfter gesehen. Das haben schon viele von euch verwendet. Das ist ein Workshop. Das ist ein cooles Gebäude. Ich kann verstehen, warum ihr das so gerne habt. So, hier haben wir auf jeden Fall den nächsten Ausblick. Ah ne, das ist schon wieder hier auf das Gehege. Jetzt habe ich mich verlaufen von der Sicht. Habt ihr das gerade gesehen, wie der Strauß da gesprungen ist? Sah ja strange aus. Ich meine natürlich hier vorne. Hier haben wir nämlich Löwen. Da hoppeln sie gerade davon. Hier ist das Löwengehege. Okay, dieser Abgrund hier zwischen schützt uns. Finde ich eine coole Idee, dass du hier so einen Abgrund hingemacht hast. Als natürliche Barriere. Hätte ich nicht gedacht, dass das funktioniert. Ich hätte sogar Angst gehabt, dass die hier rüberspringen können. Das ist Mitarbeiter. Hier sind noch ein paar Gästeeinrichtungen. Und ich glaube, dann war es das schon hier.
Na, ich glaube schon. Gehen wir mal wieder zurück. Ich hoffe, ich verlaufe mich nicht. Und dann gehen wir doch nochmal die andere Richtung entlang. Das war auch Mitarbeiter hier? Ja. So, dann gehen wir nochmal hier lang und gucken mal, was wir hier noch verpasst haben. Das hatten wir gerade schon gesehen. Kann man auch wieder wunderbar in das Gehege reinschauen, wo wir sie schlafen. Ich habe hier jetzt auch nur einen Rundgang und dann geht's zurück. Aber wir haben alles gesehen, Leute. Schauen wir nochmal von oben. Das war der Jungle-Bereich. Das war Afrika. Oh, sieht schon cool aus von oben. Sehr interessant, aber ich glaube, wir haben wirklich alles gesehen. Das haben wir gesehen. Das hatten wir gesehen. Das hatten wir gesehen. Das hier. Hier gibt es auch nochmal so einen Weg. Den habe ich gar nicht gesehen. Hier geht es nämlich nochmal lang. Und dann kann man hier schon in den Afrika-Bereich gucken. Aus dem Jungle-Bereich sozusagen raus. Da sieht man dann die Löwen. Cool. Das ist schon alles sehr durchdacht hier in deinem Zoo. Ich glaube, das haben wir Afrika, Dschungel und Indien. Die drei Bereiche haben wir alle gesehen. Ich glaube, wir haben dein Zoo sozusagen jetzt abgeschlossen. Hat sehr viel Spaß gemacht, aber wir gucken gleich auf jeden Fall noch bei Nacht. Die Bootstour war natürlich ein absolutes Highlight. Die war echt richtig cool. Jetzt würde ich sagen, machen wir mal kurz Nacht an. So, dann schauen wir uns das Ganze doch mal an. Wow, sieht echt cool aus. Der India-Bereich sollte ich mir, glaube ich, nochmal extra angucken. Und wie cool sind das beleuchtete... Ah ne, unten sind Scheinwerfer, ne? Ich dachte gerade, die Pflanzen leuchten so krass. Guck mal, sogar das Aquarium ist so ein bisschen beleuchtet. Cool. Das Fairytale-Café sollte ich mir angucken bei Beleuchtung. Wow, das sieht nice aus. Mit diesen pinken beleuchteten Dingern. Sehr schön gemacht. Eine sehr schöne Atmosphäre. Und jetzt gehen wir nochmal in den India-Bereich. Indien. Jetzt kann man hier sogar ein bisschen besser durchgucken. Na, auch nicht wirklich. Scheiben sind immer noch sehr beschlagen. Sieht aber wirklich cool aus. Oh, hier hinten ist auch alles beleuchtet. Bei den Äffchen. Mit Scheinwerfern sogar. Cool. Und was mich noch interessiert, auf jeden Fall beleuchtet. Ja, der Bereich hier hinten. Das Dschungelcafé. Cool. Auch diese Lampen hier auf den Tischen sind sehr praktisch. Dann können die Gäste wenigstens sehen, was sie gerade essen. Und hier ist auch echt tolle Atmosphäre mit den Hintergrundgeräuschen. Ich finde immer, dass diese Musik und Hintergrundgeräusche echt viel ausmachen. Also gerade wenn man so ein Zoo aus Besuchersicht dann besichtigt. Ich meine, das macht man in den seltensten Fällen, aber ich mache es ja ganz gerne immer. Ich dachte gerade, was ist das denn für ein Haus? Aber das ist ja so ein Affenhaus. Ja, cool. Ich glaube, wir haben wirklich alles jetzt gesehen. Das war dein Zoo, Sabrina. Wie hieß er nochmal? Around the World oder so, ne? Genau, das war der Around the World Zoo von Sabrina. Schreibt am besten mal in die Kommentare, wie er euch gefallen hat. Mir hat er richtig Spaß gemacht zu besichtigen. Ich fand ihn auch richtig cool. Und falls ihr auch mal einen Zoo einschicken wollt, unten in der Videobeschreibung stehen dazu alle Infos. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.